Mit Gebrüll. Weißt du noch, wie es geht? Was? Ein Video machen. Ich weiß von nichts. Hase? Was? Läuft das etwa schon? Es geht los. Aber. Moin. Guten Tag. Wir begrüßen Sie recht herzlich zur heutigen Küchenshow. Du bist ja so förmlich, sag mal. Ja. Okay, ich höre auf. Moin, moin. Moin. Hier sind Chris und Davor von der Kochtüte. Wir kochen heute was Leckeres. Oder ist es Braten? Nee, ist Kochen. Ist schon Kochen. Ja. Es ist ein Herd und eine Pfanne involviert. Und Hitze. Ja. Wir machen einen Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn mit Zwetschgenkompott. Hat mein Opa früher immer gegessen. Komplott. Kompott, sagt er. Ja. Heißt es im Norden nicht so? Ja, ja, doch, doch, doch. Doch, 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 doch. Kompott, nicht Kompott. Mein Opa hat immer gesagt Kompott. Ja, das ist da unten im Bayerischen. In den Wäldern. In den Wäldern. Nee, alles schön, alles schön. So, wir machen einen leckeren Kaiserschmarrn. Das ist sehr gut. Ich liebe Kaiserschmarrn, ich weiß nicht, wie es dir geht. Schmeiß raus. Ja. Ich mache ja immer Harakiri, genau. Ne? Da sind Eier drin, das könnte jetzt schief gehen. Warte. Ich habe nichts an. Ah, es hat funktioniert, Davo. Die sind ganz. Hier, das sind die Eier, die sind ganz. Hier ist Milch, hier ist ein Stück Butter. Darin braten wir den Kaiserschmarrn. Jawohl. Hier sind ein paar wenige, aber genügend Zwetschgen. Ja. Die Zwetschgen machen wir in den Topf, den Kaiserschmarrn im... Die müssen wir aber entkernen. Ja. Dann haben wir ein bisschen Puderzucker fürs Auge am Ende oben drüber. Und wir haben Rosinen. Und zwar werden die Rosinen... Messer steckt da. Ja, die Rosinen da war, das wird, da freue ich mich besonders, die Rosinen werden im Schnaps eingelegt. Wow. Aber du weißt ja, habe ich vorhin schon, glaube ich, mal erzählt. Was denn? Schnaps ist gut für... Alles. Nein. Nee. Was? Für das Wollen. Schlecht für das Können. Das ist wieder eins von Davos Lebensweisheiten. Ich finde ja, du solltest ein Buch schreiben. Ja. Hast du dir das nicht auch schon überlegt? Mir fehlt nun Verleger. Mach ich. Öffentlich zu. Wenn ich das Vorwort schreiben darf. Zusage, so darfst du. Die Zusage. Davor, also, möchtest du Eier trennen? Kannst du das? Ja, schätze ja. Ja, ja, dann mach mal. Okay. Oh, mir fallen mehrere Sachen auf. Was denn? Brauchen wir eine zweite Schüssel. Fehlt wieder was? Ja, ja. So. Brauchen wir eine zweite Schüssel. Warte. Moment, ich trenne Eier. Warte, bevor eins, du Ei trennst. Eins hier, eins da. War nicht gut. Hätte ich erwarten müssen. Ich hätte es erwarten müssen. Hättest du. Ich habe es nicht getan. Davor, ich habe vergessen. Wir brauchen noch eine zweite Schüssel. Wir müssen einmal Eiweiß steif schlagen. Das ist ganz wichtig beim Kaiserschmarrn. Steifes Eiweiß, dann wird er besonders fluffig. Das wird unten drunter gehoben. Unter drunter gehoben. Und wir müssen natürlich den Teig machen mit Mehl, Milch, Mehl, Vanillezucker und Eigelb. Und wenn du dabei bist, bring doch bitte mal eine kleine Schüssel für die Eiertrennung. Das will ich ja gerade holen. Dankeschön. Du musst jetzt was über den Kaiserschmarrn erzählen. Erzähl mal, woher das Wort kommt. Davor, also, erzähl mal, woher das Wort kommt. Tiroler Kaiserschmarrn. Es ist Feierabend. Glückwunsch. Jetzt abschalten und entspannt kochen. Deswegen liest dir das Rezept vor einmal komplett durch und legen schon mal zwei Schüsseln. Ein Schneebesen, Messbecher, eine Tasse sowie eine Pfanne und einen Topf bereit. So lässt sich entspannt backen. Davor, so viel was zu. Erzählt er? Vorwort. Ja. Davor. Ja, ich habe Vorwort eben gesprochen. Das Vorwort? Ja. Da möchtest du unseren schönen Teller da nach hinten legen? Den Warum? Brauchen wir noch nicht. Stell ihn noch weg. Bau dich nicht ein. Noch Eier trennen. Ja, das darfst du jetzt ja machen. So eine große Schüssel für Eier trennen? Ja, ich habe keine andere. Wir haben doch die kleine. Nein. Ich will viel Platz haben zum Eiweiß schlagen. Wächter. Wo machen wir das Eiweiß? Da. Oder da? Das Eiweiß, du trennst ja hier drüber. Das Eiweiß kommt als erstes raus. Okay. Davor, ich weiß nicht, ob er es schon mitbekommen hat, aber Davor ist ein Macher. Ja. Der ist ein Macher. Ich mach der Blödsinn. Nerven aus Stahl, mach jetzt da. Jetzt, komm. Ja, ist ja gut. Ups. Nee, das ist okay. Geh nicht mit deinen Eigelbfingern jetzt da in mein Nein, Eiweiß. Das wird schon alles in Ordnung. Mach dir mal keine Gedanken. Ich weiß ja, dass man.
dass man, wenn man Schnee schlagen will, ja, kein Eigelb da reinpacken darf. Nee. Eben, siehst du. Da gibt es noch eine andere Methode, habe ich mal gesehen, bei wie heißen die noch? Danke dir, da war ganz toll. Lava Lichter lecker. Ja, möchtest du deine Finger abdingen? Du kannst auch ablecken. So. Bei Rocky trinkt er immer zum Frühstück, wenn er gerade in seiner Trainingsmassephase ist, trinkt er immer rohe Eier. Hast du noch nie gemacht, ne? Nee. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. So. Aber ich wollte auch noch nie Boxweltmeister werden. Soll ich mal schlagen? Ich möchte das Eiweiß schlagen. Das macht mir nämlich sehr viel Spaß. Aber du kannst immer dasselbe. Das Erste, was ich mache, ist eine Prise Salz rein. Das ist sehr gut. Mache ich übrigens auch bei. Darf ich deinem Eigelb auch? Ja, auch. Wir sind ja salzige Typen. Ja, es muss ja sein. Warum packt man bei süßen Gerichten Salz dazu? Weil Salz der natürliche Geschmacksverstärker ist. Und was ist, wenn du jetzt salzige Speise hast? Da hast du Zucker dazu. Ist so. Ist so. Das ist genauso. So, da kommt jetzt sowas. Das machen wir, ja. Würdest du mit dem Mehl anfangen oder mit der Milch? Ich würde sagen mit dem Mehl. Und fang mit an, Milch an. Anrühren. Ich hätte es andersrum gemacht, aber warum nicht? Okay. Nein, wir können es so machen. Nein, der Chef will das andersrum, nein. Also machen wir es anders. Nein. Doch. Du kannst es aus dem Loch rausholen. Oder wir schneiden es auf, hier. Nee, mach wie du denkst, aber... Nein. Ich dachte, das Mehl hebt man am Ende du so locker bist unter. Du bist der Chef. Das geht nicht. Doch, das geht. Nee, ich hol mal eine Schere. Warte mal. Davo, komm her. Davo, ich hab's. Du hast eine Schere? Nein, aber ein Loch habe ich kreiert. Wer hast du das denn geschafft? Abgebissen? Der Trick war, es war natürlich auch schwierig, aber ich habe es festgehalten oben und dann durchgeschnitten. Was du alles kannst. Nicht alles. Kann, wollte ich gerade sagen. Mach so, dass nur ein bisschen was drin ist. Weil so. Zwei Eier, 175 Milliliter. Ja, das ist... Nee, noch ein bisschen. So. 200 sind da drin. In dem. Ja, ich weiß, habe ich gelesen. Okay. Ich bin des Lesens mächtig. Also ich schlage hier den Ei-Schnee, das heißt Eiweiß und Salz. Immer guckt, dass er schön viel Luft mit reinschlägt. Aber nicht, nee, Vorsicht, du. Schön viel Luft mit reinschlagen. Ja. Dann wird es fluffig. Das stimmt. Wenn dein Teig da wo kommt. Du solltest Achter schlagen, nicht so. Achter kann schlagen. Ich. Koordinativ schaffe ich das nicht. Das ist auch gut, ja. Also, ich mache meinen Eischnee Eiweiß. Wichtig ist, dass da kein Eigelb drin ist, sonst wird der wird nie was. Steif. Dann könnt ihr stundenlang schlagen. Ein bisschen Salz und dann 3-4 Minuten schlagen. Bei mir wird es ja ganz gut. Sieht so gut aus. Ja, und bei Davo sieht es auch gut aus. Nee, das sind noch zu viele. Ja, das wird schon. Du, ich habe meinen besten Mann an dem Projekt. Also oh. Wenn das oh. nichts wird, weiß ich auch nicht. Von wem sprichst du denn da? Also das ist Eigelb, zwei Stück, 175 Milliliter Milch. Ja. Und 80 Gramm Mehl. Und jetzt kannst du noch... Das ist Zimt. Ja, aber den brauchen wir für die Zwetschgen. Warte. Den Vanillezucker machen wir rein. Und bitte noch eine Prise Bonuszucker. Wir sind ja süße Leute. Hast du nicht vorhin gesagt, wir sind salzig? Ja, alles. Also den Schnee, Eischnee, den sieht man, wenn er fertig ist, wenn er, ich sag mal, wenn man so eine... Nee, das machen wir anders. Nee, das macht man nicht. Beim Kopf auf. Wenn man so reingeht und dann zieht man so eine Bergspitze hoch und die Bergspitze bleibt stehen. Einer reicht? Ja. Und die Bergspitze bleibt stehen, dann ist der Eischnee fest. Genug. Fest genug. Man darf nicht überschlagen, sonst fällt er wieder zusammen. Wenn du das überschlägst, dann wird das ja, fast... Wieder flüssig, ne? Oder? Nee, normalerweise sagt man... Ich hab's noch nie überschlagen. Ich hab's noch nie überschlagen. Nee. Das glaube ich dir nicht. Fandest du das nicht witzig? Das war ein Wortwitz. Darf ich das noch reinziehen?
Ah, die drei Tropfen. Ja. Aber es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, mein Freund. Mhm. Das ist schön homogen durchgerührt. Das sieht gut aus. Jetzt können wir, glaube ich, so langsam anfangen, den Eischnee darunter zu heben, bitte. Achso, warte mal. Ich mach mal hier. Warte, rühr noch die Rosinen mit dem Schnaps rein. Oder erst später, wenn du. Na, jetzt. Macht ist gemacht. Okay. Gemacht ist gemacht. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich finde es gut, dass wir uns immer einig sind. Ja, ich muss ja. Du bist der Chef. Yasan? Ja. Könntest du mir einen Schluck Wasser bringen? Aber nur einen Schluck. Nur so 50 Milliliter. Also zwei Schnapsgläser voll Wasser. Nur ganz wenig. Brauche ich für die Zwetschgenkompott. Man nimmt die Zwetschgen. Komplott. Zwetschgenkomplott. Das könnte der erste Teil deiner Krimi-Reihe werden. Ja. Der Zwetschgenkomplott. Ja. Ein Hobbykoch, der in seiner Freizeit Zwetschgenkomplott macht. Ich muss schon Hallo sagen und sag mal. Was nennst du Yasan? Einen Schluck? Ja, das ist der Jürische. Hast du Schluck, du? Boah, ey. Das ist ganz lieb, danke, Yasan. Also, der Zwetschgenkomplott, das ist Davor Rings erster Roman. Uraufführung 2024 in den heiligen Kochtütenhallen. 2099 oder so. Schaffen wir so lange noch. Du ja, vielleicht. Na, das wird auch nichts. Ich nicht. Zum Zwetschgenkompott. Man nimmt Zwetschgen, das sind jetzt 125 Gramm für eine Person. Holt den Kern raus und halbiert sie oder viertelt, wie man möchte. Willst du halbiert haben oder willst du viertelt? Vierteln auch. Auf jeden Fall. Und dann kommen die Zwetschgen mit einem Schluck Wasser, 2, 3, 4 Esslöffel, in einen Topf. Und dann werden die mit 2 Esslöffeln Zucker und dem Zimt 5-6 Minuten auf mittlerer bis niedriger Flamme weich gegart. Hat der das gut gesagt? Weich gekocht. Und dann lassen wir es kurz abkühlen und dann ist Zwetschgenkompott fertig. So. Also Zucker, Zimt, Zwetschgen, Wasser. Viertel, weil das sieht sehr schneller. Schön. Kann man es auch längs vierteln? Kann man auch, bitte. Toll. Wenn wir so. Toll. Aber wie hättest du es gerne? Aber wie geht's dir eigentlich? Am liebsten gut. Wir sprechen so selten. Ja. Wir sind immer nur im Stress. Du willst mit mir nicht reden. Doch. Nee. Doch, doch. Du hast immer wieder gesagt. Mit dir. Ich habe immer wieder gesagt, das stimmt nicht. Ich hatte nur einen Schluck davon. Vor der Kamera erzählt dir was anderes. Das geht nach 125. Nee, 175. Gab es ein Kommunikationsproblem. Wir werden uns Video angucken. Wir werden. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wer hat recht? Verlierer muss Kaiserschmarrn machen. Oh, geil, ich hab Bock. Ich liebe Kaiserschmarrn. Wenn es draußen kalt ist, ist ja, das so ein Berghüttenessen. Das ist okay. Ist das so ein Berghüttenessen. Das ist okay. Also, wenn es draußen kalt ist. Nee, das hast du mir weggeschmissen. Wieder. Und dann kommt man nach einem harten Arbeitstag nach Hause. Mag nicht jeder. Ich liebe es, wenn es auch mal eine Süßspeise als Hauptgericht gibt. Na, willst du unterheben oder soll ich unterheben, Davo? Kannst du gerne machen. Mit was soll ich unterheben? Nee, hier mit. Mit Schläger. Achso. Rein damit. Okay. Und jetzt langsam schön unterheben. Du sagst mir bitte ganz genau, was ich jetzt tun soll. Unterheben. Ja, ich hebe unter. Warte. So, schau mal. Ah, jetzt macht es doch unterheben. Der Chef hier selber. Nein, mach mal. Mit der Drehung aus dem Handgelenk. Weil du darfst nicht zu viel schlagen jetzt, dann schlägst du wieder die Luft raus. Ja, ja, wir wollen es fluffig. Das ist ganz wichtig. Richtig. Ich sag mal so, man kann den Kaiserschmarrn auch auf die faule Art machen. Sag mal. Und schlägt kein Eischnee. Wolltest du da keine Butter rein haben? Na, da kommt nur das Wasser. Okay. Da machen wir es, oder? Das kann ich auch mal. Schluck Wasser, da kann ich auch mal nach hinten einschalten. Ne? Komm schon. Hallo? Ja. So, ich bin schon sehr zufrieden hier, Davor. Das sieht auch sehr gut aus. Ja, oder? Dann lassen wir so. Also in Rum eingelegte Rosinen. Vanillezucker. Mehl. Ja, Milch. Und natürlich der geschlagene Eischnee.
Ja, Davor. Ich muss wieder los. Was brauchst du denn? Was zum Hören? Hier ist ein Löffel, Davor. Holzlöffel, nicht in den... Okay. Na, ich mach das jetzt. Lecker. Lecker. So, wichtig ist, wenn ihr den Kaiserschmarrn ausbratet, nicht zu heiß und die Pfanne nicht zu groß. Lieber ein bisschen kleinere Pfanne, dann wird er höher. Und deswegen ist wichtig, nicht zu heiß, weil sonst verbrennt außen und innen ist er noch roh. Boah, schau das mal an. Ja. Lecker. Halleluja. Schau mal, wie fluffig das ist. Ja. Das ist wie ein Nest aus, also wie in Wolken. Toll. Wolki. Wolki. Aber weißt du, warum ich jetzt Holzlöffel geholt habe? Ja. Weil man in beschichteten Pfannen und Töpfen nicht mit Metall reingehen darf. Ja, hast recht. Sonst holt man die Beschichtung weg. Aber jetzt können wir... Stopp. Was? Ja, na, du hast schon recht. Ich mache jetzt Zucker drüber. Zum Kompott. Ein Kompott muss süß sein. Kompott. Und wir machen einen Zimtkompott. Also nee, Zimtik. Andersrum. Ein Zwetschgen-Zimti-Zimt-Ding. So. Das ist in der Tat. Oh, das riecht. Wie riecht das? Geruchfernsehen. Muss erfunden werden. Wir sind dran. Wir sind dran. Muss erfunden werden. Das ist ja ein so ganz, ganz, ganz lecker. So. Jetzt kommt doch wieder deine große Stunde da vor. Nee, noch nicht. Das muss ich, weiß ja. Man muss es wenden. Eine Seite muss fest sein. Ja, deswegen sollten wir es nicht übertreiben. Nee. Ja, also wir haben es jetzt auf normalerweise ein Drittel drauf. Der maximalen Hitze. Ein Drittel. Normalerweise ein Deckel drauf. Na, das geht so. Von oben auch noch ein bisschen Stock. Aber gut. Alles bist, gut. Bist du zufrieden mit deiner Flamme, die du beim... Alles gut. Wollen wir jetzt Karten rausholen? Was hast du erzählt zum Kaiserschmarrn? Zum Namen? Kaiserschmarrn, das... Oder soll ich erst meine Theorie sagen? Mach mal. Also es gibt zum Namen Kaiserschmarrn mehrere Theorien, wie der Name entstanden ist. Auf jeden Fall in Österreich am Hofe des Königs, des Kaisers. Franz Josef? Franz Josef, der erste sogar, glaube ich. Kein. Auf jeden Fall hat der Hofkoch versucht, die Kaiserin glücklich zu machen mit eben diesem Gericht. Ich sag mal, verwandt mit dem Palatschinken. Stimmt's da wohl? Verwandt. Ja, ja. Die gleichen Zutaten. Ja, genau. Und wollte auf jeden Fall die Kaiserin beglücken mit eben diesem Gericht und einem Zwetschgengrößter Kompott dazu. Und hat es der Kaiserin serviert und die fand es gar nicht gut. Sie war wohl tatsächlich, habe ich gelesen, sehr auf ihre Figur bedacht und fand es zu süß. Und dann hat der Kaiser wohl gesagt, jetzt so gib mal her den so Schmarrn. Ich esse das jetzt. Und so, weil er den so toll fand, den Schmarrn, ich habe es oberbayerisch gesagt, ich hätte es wienerisch sagen müssen. Jetzt gib mal her den Schmarrn, ich werde das jetzt mal probieren. So hat er es gesagt, in seinem Wiener Dialekt oder Österreicher Dialekt. Er war Wiener. So ist wohl der Name Kaiserschmarrn entstanden. Ja, so ähnlich kenne ich das. Oder ein Omelett wurde serviert für den Kaiser und das ist wohl zerrissen beim Servieren und dann hat er gesagt, das ist jetzt ein, was ist das für ein Schmarrn? Und dann hat es ihm geschmeckt, dann war es der Kaiserschmarrn. Das ist die typische österreichische oder Wiener Schmähschmarrn. Dieses Schmarrn, was ist das? Das sieht ja schon ganz passabel aus. Jetzt beim Kaiserschmarrn, ich zeige das jetzt mal kurz, in die Pfanne, der Maxi Michler, Gruß an dich. Du sagst, ich soll das mal auch von näher zeigen. Bald kaufe ich eine Kamera von oben. Aber hier, das obere ist noch relativ flüssig vom Kaiserschmarrn. Warte, da war. Das wirst du nicht werfen können. Dauert nicht mehr lange. Das wirst du nicht werfen können. Wetten? Das willst du werfen? Ja. Du hast... Hallo, hast du mir das nicht bei was haben wir gemacht? Rösti. Hast du bei Rösti nicht gesagt, es geht nicht? Und habe ich dich vom Gegenteil überzeugt? Habe ich. Ich wurde überzeugt, ja. Wie sieht unser Kompott aus? Sehr gut. Ich habe da also Tropfen Wasser dazu getan. Darf ich mir kurz die Unterseite anschauen, damit ich weiß, aber wenn ich es dir jetzt zerhaue, dann kannst du es nicht mehr werfen. Da kann noch mehr Hitze. Ja, der kann noch ein bisschen. Auch von der Zeit her. Also wie es ich immer mache,
Nicht jeder ist so ein begnadeter Werfer wie Davor, wie ich das immer mache. Der durchschnittlich begabte Koch. Ich nehme, weil die Oberfläche ist noch relativ feucht, die muss man auch anbraten. Das muss man wenden. Am Stück wenden, sowas feucht, ist schwierig. Was ich mache ist, ich mache Viertel und dann nehme ich jedes Viertel mit meinem geilen Kochlöffel Küchenheber, nehme jedes Viertel und wende es, so dass es dann auf der Oberfläche liegt. Aber du kannst es werfen, alles, ich vertraue dir blind. Alles ist gut. Aber was man noch machen muss, das ist eine Süßspeise. Muss ich dann das Ganze hier auch renovieren? Ja. Was wir machen oben drauf Zucker. Das ist nämlich geil, ein Esslöffel, weil es ist eine Süßspeise. Und wenn der dann unten in der Pfanne liegt. Und je süßer, desto oho. Der karamellisiert dann mit. Wow. Also der Zucker, ne, karamellisiert mit der Butter. Ist das nicht schick? Es gibt eine geile. Was das kannst du, glaube ich, schon fast ausmachen. Ja, ein klein bisschen noch. Das sind noch die. Darf ich es ein bisschen niedriger machen? Ja, mach mal. Bisschen. Du bist der Chef. Ach, jetzt hör auf. Er ist der Chef. Also du willst es nach wie vor, willst du es werfen? Ja, klar. Wie gesagt, wenn alles kaputt ist, muss ich renovieren. Nee, ein Schluck. Okay, da war das machst du. Hast du mal drunter geguckt? Nee, muss noch. Muss immer noch. Muss noch. Also das ist so ein bisschen Gefühlssache. Muss mit der Hitze ein bisschen spielen. Faktisch auf jeden Fall nicht zu heiß. Muss noch. Das ist noch viel zu hell. Aber er hat jetzt hier, er braucht so unten eine leichte Röstung, was halt geil aussieht. Hellbraun. Braun. Ja, da haben wir das gleiche Thema wie bei Rösti, wenn Unterseite von Rösti zu ist, richtig braun geworden ist. Da kannst du sie bedenkenlos werfen, weil da geht nicht mehr auseinander. Ja, okay, was ich nur ein bisschen anders habe, es ist flüssiger, die Oberfläche hier ist flüssiger als beim Rösti. Und wen interessiert's? Wir machen das, Davor, wir machen das. Es wird passieren, wir machen das. So, das können wir ausschalten. Dann machen wir aus. Ich mag nicht, wenn das Kompott so heiß ist. Das sieht lecker aus. Sieht lecker aus. Wird das auch wird gut. Sehr lecker. Jetzt hast du gleich Bock, gell? Gleich sind wir soweit. Was? Zittern schon die Hände. Du hast schon, mir? Also, vor Freude. Nein, ich sag vor Freude. Ich sehe schon das Leuchten in deinen Augen. Nicht schnell genug oder nicht hoch genug. Ich habe dich verunsichert. Ja. Es geht, komm, ich helfe noch. Ja, gerettet. Ja. Wir haben die Kuh vom Eis gekriegt. Ja, cool. Aber guck mal. Nein, ist perfekt. Jetzt zeigst du in die Kamera. Stolper nicht. Eine richtig schöne Unterseite. Jetzt machen wir es auf Oberseite auch nochmal. So. Upsala. Aber gleich geht's los. Ich hole schon mal. Zwei Löffel. Also, ihr habt gesehen, man kann das so wenden. Wer mutig ist oder betrunken, kann das so machen. Ja, mutig. Betrunken bin ich nicht. Er hat auf die Luft rauszudrücken, nein. Verrückter. Da drückt er das. Er hat zu mir Verrückter gesagt. Ja, zu Recht. Bitte nur notieren, nichts anderes. Sammelst Beweise für Amnesty International oder was? Genau. Für das. Also, wir haben alles jetzt. Ich fasse hier nochmal kurz zusammen. Wir reden ja sehr viel. Ja. Da geht auch manchmal die Info verloren. Der Kaiser. Aber es macht Spaß. Auf jeden Fall. Also wenn es uns Spaß macht, hoffe ich, dass es den Zuschauern Spaß macht. Nee. Das sieht alles sehr gut aus. Wir haben eine schöne Bräunung. Ihr habt es schon dreimal gesagt, ich sage es ein viertes Mal, nicht zu heiß. Wir wollen, dass er in der Mitte auch durch ist. Wir haben den Eischnee geschlagen. Das ist wichtig, damit er schön fluffig wird, unser Kaiserschmarrn. Wir haben, was ich geil finde, Rosinen drin, in Rum eingelegt. Das gibt nochmal ein besonderes Aroma. Hallo. Dann haben wir unseren Zwetzgenröster, Kompott. Das sieht jetzt nach nicht viel aus, aber das passt perfekt, ich würde sagen. Ja, zum Kaiserschmarrn. Ich glaube, das reicht. Dann hören wir auf, oder? Ich glaube, das reicht. Wir schauen es uns einmal unten an. Ja. Ich mag es ja, wenn er leichte. In der Mitte ist er gut, hier seitlich ist er aber immer ein bisschen. Ich mag es, wenn er leichte. Am Ende drehe ich nochmal ganz kurz auf. Ich drehe auf, alles nur damit er hinten raus noch so. Hinten raus? Nur damit er gegen Ende des Bratprozesses nochmal so ein paar. Ah, nee, warte. Was?
Möchtest du den jetzt zerzupfen? Ja, bitte tu es. Und dann braten wir noch weiter und dann kriegt er so krustige Kanten. Aber das Problem ist ja hier, kannst du nur mit... Mach mit dem. Ja, nur mit dem, anders geht es ja, nicht. Ist doch okay. Weil wir haben ja hier drin beschichtete Pfanne und das geht nicht. Ja, ist okay. Mach die Stücke nicht zu groß. Du kannst gut aufmachen. Aufmachen? Ja. Wie mache ich jetzt aus? Wie wir sagen, Schnute. Was, Schnute? Ja, das kennst du in Allgäu nicht. Eine Grimasse. Nee, Schnauze. Schnauze. Oh. Moin, wir brauchen noch. Es ist zu früh. Jasan ist schon fertig? Nee. Könnt ihr in einer halben Stunde oder 20 Minuten kommen? Ja, ist okay. Aber wenn das nicht, dann kannst du mir mal anrufen. Ja. Telefonnummer hast du noch nicht gegeben. Nee. Aber Jasan, haben wir was? Nein. Wir haben nichts. Alles klar. Danke, ciao. Jetzt hat er uns der treue Film verballert. Nein, das ist alles gut. Der treue YouTube-Schauer wird ihn schon kennen. Das ist unser netter Lieferant. Nee, der die Tüten in die Peripherie Hamburgs fährt. So, sieht doch gut aus. Das sieht fantastisch aus. Sieht gut, sagst du. Einigermaßen aus. Du bist so negativ heute. Norddeutsch unterkühlt. Letztens habe ich mit Davor, mit Thorsten, habe ich ein Steinpilzrisotto gemacht. Hier, vor der Kamera. Tja. Dann machen wir das Steinpilzrisotto. Mit mir machst du sowas nicht. So geht nur die Mehlspeise. Mit los. Und dann machen wir das Steinpilzrisotto und dann essen wir das mit getrockneten Steinpilzen, frischen Steinpilzen, also richtig Deluxe. Schön viel Parmesan, Butter. Dann essen wir das Steinpilzrisotto. Und dann frage ich Thorsten, und? Und dann sagt er, ist gut. Ja, geht. Ist gut. Ist gut. Davor, als Kamera aus war, hat er gesagt, Hammer. Also richtig geil. Und dann frage ich vor der Kamera und? Und er sagt, ist gut. Er sagt ja auch, lieber untertreiben. Das ist auch meine Philosophie. Dann wird für den Zuschauer, beziehungsweise für die Leute, die kochen, umso besser, wenn sie sagen, boah, das ist auch meine toll. Philosophie. Ich bin nach Understatement und dann Over Delivery. Rein damit. Kommt das nächste rein. Warte, du weißt ja, jetzt kommt ich gehe nirgends hin, ich schwör's. Nicht, dass du mit dem Kompott rausrennst. So, da daneben. Nee, wir machen es andersrum. Da daneben und dann kommt ja noch ganz wichtig davor. Guck mal, zieh. Darf ich? Ja, zieh. Machen wir ein Gemeinschaftsprojekt. Draus. Die Zuschauer sollen das sehen, ja, was natürlich da passiert. Unbedingt. Warte. Da. Das wird so wenn das nicht so heiß wäre, würde ich ja mit den Fingern reingehen. Aber so, und jetzt kommt ein wichtiger Teil. Ich mache das jetzt normal Puderzucker. Das ist ein großes Messer. Nimm mal ein großes Messer, mach auf und dann in die Hand und dann... Ja, wir machen das wie eine ne? Haben wir nicht oben... ein weißes Pulver. Nee. So. Nicht zu viel, sonst sieht man nichts mehr. Ja. Ich meinte jetzt Zucker. Jetzt, schau her, Zucker schon. Tee, Leute. Sieb. Leute, es sieht doch fantastisch aus, oder? Wenn das so schmeckt, wie es aussieht, und ich gehe davon aus. Ich auch. Ich gehe schwer davon aus. Was? Ich gehe schwer davon aus. Jasan, hast du schon mal Kaiserschmarrn gegessen in deinem Leben? Noch nicht. Ja, dann wird es zum ersten Mal in seinem Leben Kaiserschmarrn essen. Vielleicht. Wenn wir das nicht. Komm, mach hin. Ja, los, essen. Essen. Vergiss nicht deinen. Erstmal so. Erstmal so. Ja, okay, lecker. Du hast recht. Schmarrn ist gut geworden. Ach so, ein Schmarrn. Ja, dann kriegst du nichts mehr, wenn das so ein Schmarrn ist. Nein, das ist lecker, saulecker. Da geht ja doch das Herz auf, oder? Da geht ja noch. Das Kompott ist auch hervorragend. Mhm. Geil. Schöne Konsistenz. Schön fluffig. Und? Genügend Süße. Ja. Komm schon. Nee. Also, sollen wir Tschüss sagen oder sollen wir gleich einfach. Sorry. Hammer. Viel Spaß beim Nachkochen.
Viel Spaß beim Nachbrauchen. Geht mal auf hier, chriskochtüli.de. Bringen wir euch. Mhm. Und ja, habt einen schönen Feierabend. Seid lieb zueinander. Und wenn es dann sein muss, kochen wir auch noch. Kochen wir noch? Nee, machen wir nicht. Gut. Machen wir nicht. Viel Spaß. Tschüss.